Ich bin eher gegen diejenigen, die sagen, ich will hier keine Scharia in Deutschland. Das ist Schwachsinn. Jeder, der sich den Islam verändern. Du bist für authentischen Islam, so wie er ist. Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würdest du die deutsche Verfassung aushebeln, wenn du die Gelegenheit hättest? Auf jeden Fall. Okay, danke. Wie könnte man jetzt aus Deutschland einen islamischen Staat machen? Wie zum Beispiel? Laut den Werken ist das so, dass man, wenn man in der Mehrheit ist, wie sie auch erklärt haben, sind wir dafür befohlen, Deutschland einzunehmen, auf jeden Fall. Also es ist dem Moslem, das ist eine islamische Pflicht, auch Deutschland einzunehmen. Auf jeden Fall. Ich respektiere deine Ehrlichkeit und du bist ja gegen die Liberalen, die jetzt sagen, nein, das stimmt nicht und wir sollen hier in Frieden leben. Muslime zu sein. Warum? Es ist eine Auseinandersetzung, wir oder ihr. Entweder ihr übernimmt uns oder wir euch. Ja, auf jeden Fall. Und darum gibt es diesen liberalen Islam. Gibt es eine Unterscheidung politischer Islam und anderer Islam? Jetzt bin ich jetzt im politischen Islam, wenn ich sage, ich will die Scharia, dann... Ja. Nein, ich meine, Islam ist doch in alle Lebensbereiche. Kannst du sagen, Islam hat in Politik nichts zu tun? Gar keinen Fall. Das ist Kuffer, oder nicht? Natürlich. Und welche? Ich verstehe die Menschen. Manchmal, man will seine Religion beschützen und dann sagt man Sachen, die nicht stimmen. Ja, das mit dem Handabschlägen gibt's nicht, etc. Aber sie müssen auch erwähnen, guck mal, ich bin ehrlich, Sie merken doch, ich bin ehrlich. Das mit der Vergewaltigung gibt es nicht. Gibt es nicht. Das haben sie falsch erklärt. Weil würde es geben, entweder gehe ich vom Islam aus oder ich akzeptiere es und bleib drin. Das mit dem Handabpacken gibt es, aber die Sache ist nur... Das mit Vergewaltigung ist Bezug auf Sklavinnen. Du weißt doch, wenn du eine Sklavin hast, dann darfst du mit ihr schlafen und du kannst sie auch vergewaltigen. Ja, das ist im islamischen Recht so. Doch. Die Sache ist eher, dass erst der Islam... Aber siehst du es nicht problematisch? Du lebst in Deutschland und du willst dieses Land von den Deutschen verändern. Und sie sollen sich nicht wehren, oder was? Nee. Er sagt es doch, dass er will. Also was mich jetzt interessieren würde, mit welchen Mitteln... Er ist Mitteln, ehrlich doch. Mit er sagt, welch, er will Deutschland islamisieren. Irfan, was jetzt ganz spannend ist, mit welchen Mitteln wollt ihr die Scharia hier installieren und einen islamischen Staat machen? Mit welchen Mitteln? Ich rede nicht von Anschlägen jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen Anschlag mache, hier, wo sie gerade demonstrieren. Das ist falsch. Ich rede davon, wenn die Muslime in der Überzahl sind, dann, wenn es sein muss, mit Gewalt... Das ist es. Das ist auf jeden es. Fall. Das ist danke, es. Dass einer ehrlich ist und das so sagt. Danke. Das du bestätigst ich genau so gedacht, das. 30 Jahre lang habe ich so gedacht wie du. Ich habe immer einer meiner Slogans in den Moscheen, ich habe Unterricht in Moscheen gegeben, ich habe 2 Moscheen in Berlin mitgegründet. Ich habe immer gesagt, Deutschland verdient eine satte Islamisierung. Und ich habe immer gesagt, du weißt ganz genau, dass die Scharia bedeutet vieles. Scharia bedeutet die Regelung, wie du betest, wie du fastest, wie du zur Hadsch gehst und so weiter und so fort. Die Scharia ist in jeder Moschee lebendig. Aber wenn es um die Gestaltung geht, um diese Gesellschaft, warum kannst du diese Gesellschaft nicht einfach in Ruhe lassen? Warum hast du diese... Nein, du hast eben gerade gesagt, dass wenn die Muslime in der Mehrheit sind, dann würdest du dieses System, das dir alle vor... Moment, was heißt denn das, wenn ich nicht mitmache? Müsste ich mitmachen, habe ich gesagt. Was musstest du mitmachen? Du müsstest dann mitmachen bei der Umkrempelung der Gesellschaft. Auf jeden Fall. Eine Frage. Glauben die meisten Muslime so wie du? Die meisten wollen keine. In den Moscheen, du sagst ja, ich war früher in Moscheen, wo das gepredigt wurde, das glaube ich nicht. In den Moscheen wird sowas nicht gepredigt. Aber Leute, jetzt schauen wir uns mal an, das, was Sie eben gesagt haben, sagte auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime. Der säkulare Rechtsstaat gilt so lange, wie Muslime in der Minderheit sind. Das heißt, sogar Vorsitzende von dem großen Zentralrat der Muslime sagen das. Sobald Moslems in der Mehrheit sind, dann ist vorbei mit dem säkularen Rechtsstaat. Dann wird alles dran gesetzt, um die Scharia einzuführen. So, ein weiterer Vorsitzender des Zentralrats der Muslime, Ayub Axel Köhler, übrigens ein deutscher Konvertit. Die Glaubensgrundsätze des Islams und die Scharia zeigen den quasi totalen Anspruch der Religion auf Mensch und Gesellschaft. Die Demokratie ist dem Islam fremd. Also, ganz klar, wenn Moslems in der Mehrheit sind, dann sollen alle Anstrengungen dann verwandt werden, um hier die Scharia einzuführen. Richtig, und Michael, das ist kein ungewöhnlicher Gedanke in den deutschen Moscheen. Das ist ein konsequenter, logischer Gedanke. Das ist konsequent und logisch. Das ist der Islam in den deutschen Moscheen. Tut mir leid, aber ich bin so...
In den Moscheen bin ich mit dem Gedanke groß geworden. Und niemand hat mich korrigiert. In den Salafi-Moscheen, in Sahaba-Moschee und so weiter in Wedding. Predigt, aber gibt es bestimmt, aber nicht so, wie ihr denkt, glaube ich. Ich bin so groß geworden. Ich bin in den Moscheen groß geworden. Seit meinem 14. Lebensjahr habe ich in Moscheen gehangen. Und ich sage dir, in den Moscheen... Das ist eine Frage der Moral. Sie zum Beispiel wollen eine Demokratie, wo ein Kinderschänder nicht getötet wird. Ich will sowas nicht. Für mich ist das moralisch abwertend. Für Sie ist es moralisch abwertend, dass jemand die Hand abgehackt wird. Das ist Ihre Meinung, das ist meine Meinung. Moralisch ist individuell. Was passiert da mit Homosexuellen? Wird laut meines, ich glaube, die werden von einem Berg runtergeschmissen. Also das ist ein Hadith. Im islamischen Staat waren es Hochhäuser, haben sie runtergeschmissen, also Todesstrafe auf jeden Fall. Ne? Ja. Also ich habe jetzt klar, dass das Gesetze aus dem 7. Jahrhundert einer wüstenorientierten Stammesgesellschaft sind, die jeden Tag miteinander Krieg geführt haben, und du versuchst Gesetze aus dem 7. Jahrhundert 1400 Jahre später eins zu eins zu kopieren, zu überbringen. Du merkst, dass das intellektuelle Schwierigkeiten für dich verursacht, wenn du solche Dinge sagst. Die Demokratie ist eher älter als der Islam, also als die Scharia ist die Demokratie älter, aber ja, ich will auf jeden Fall die Scharia hier. Und wer was anderes sagt, der soll sich nicht den Islam zuschreiben. Und kann man den Islam reformieren? Darf man den Islam verändern und sagen, wir passen ihn jetzt an die Moderne an? Oder bleibt der Islam immer gleich so, wie er damals gekommen ist? Der bleibt immer gleich. Aber was ich dazu sagen muss, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, das ist so Anschläge etc., dass ich hier Ungläubige töten darf etc., sowas gibt es nicht. Aber wie ist das? In der Scharia. Ihr werdet dann einladen, sozusagen die deutsche Bevölkerung, den Islam anzunehmen, die Scharia zu akzeptieren. Was ist, wenn dann die Deutschen sich wehren dagegen, wenn sie es nicht wollen? Dann wird angegriffen. Dann wird angegriffen? Auf jeden Fall, ja. Und dann wird auch Gewalt angewendet? Wenn sie nicht hören, dann ja. Das ist ein legitimer Dschihad, oder? Und dann wird auch getötet, klar. Die Leute sind vielleicht geschockt, wenn ich das erzähle, etc. Aber Jungs, wenn euch das zu radikal ist, dann geht auch. Aber du merkst, dass du, guck mal, was du jetzt gesagt hast. Du hast gesagt, vielleicht sind die Leute geschockt von dem, was ich sage. Das ist eigentlich, wenn du das mal umdrehst, du weißt, dass deine Aussagen schockierend sind. Was ist das für eine Religion, wo du solche Bedingungen aufstellst, wo du solche Fragmente deiner Religion so verbissen verteidigen musst, wo du innerlich kann ich sehen, dass du nicht wirklich bequem hier stehst und das verteidigst. Du verteidigst das, weil man dir gesagt hat, dass der Islam sauber und perfekt ist, und deswegen musst du das irgendwie verteidigen. Aber ich sehe es dir an, dass du nicht damit einverstanden bist. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Bist du, Frage zu deiner, bist du von Geburt an Muslim? Nee. Bist konvertiert? Ich wurde eher so liberal, bin ich aufgewachsen. Aber in einer muslimischen Familie? Die sich den Islam zuschreiben, ja. Und dann hast du Kontakt bekommen zu einer Moschee? Nicht oder? Kontakt, ich habe selber gelesen, ich habe mich selber erkundigt. Ich habe selber die Bücher gelesen. Und entweder da wurde ich zur Wahl gestellt, entweder ich nehme es an oder ich gehe raus. Und war nichts in dem Koran, was dich irgendwie jetzt irritiert hat? Ist für dich alles in Ordnung? Ja? Auf jeden Fall. Also Hand abhaken bei Diebstahl, ja, in Ordnung. Aber hättest du kein Mitleid, zum Beispiel jetzt, du bist mit einem Deutschen aufgewachsen und dann seid ihr in der Mehrheit und der sagt, nee, ich will mich nicht unterwerfen. Hättest du kein Mitleid, dann ihn zu töten? Kein Mitleid, mit ihm zu töten? Entweder, er kann ja dort leben mit der Jizya etc. Als Dimi kann er ja leben. Ja. Die Demütigungssteuer, das ist ja kein Jude oder Christ. Für Christen und Juden. Das ist genau das Programm des politischen Islams. Andersgläubige nicht. Warte, ein wichtiger Punkt. Wer darf in einem islamischen Staat leben? Nur Ahlul Kitab, also nur Juden und Christen. Was passiert mit Schiiten, Atheisten und so weiter? Hindus, Buddhisten. Die dürfen nicht drin leben. Entweder reisen die aus oder die werden hier, genau, ja. Schaut her, was er sagt, ist genau das, wie es im Koran steht. Bekämpft die Juden und Christen, bis sie ihren Tribut in Demut entrichten und sich unterwerfen. Ja? Die Jizya zahlen, ne? Die Schutzsteuer. Genau das ist das Programm. Dazu sagen die Jizya, also sie zahlen dafür nicht die Zakat. Also das ist nicht so demütigend, wie ihr erzählt. Doch, ich kann dir sagen, warum die Jizya demütigend ist. Wenn du in diesem Land hier bezahlst du Steuern, arbeitest du? Gut, du arbeitest. Das heißt, du bezahlst Steuern.
Der deutsche Staat verlangt von dir nicht, dass du eine besondere Steuer bezahlst. Du bezahlst Steuern und wenn du gut bist, dann kannst du dich durch die politischen Parteien arbeiten und kannst du Bundeskanzler werden. In der Jizya ist es so, dass Juden und Christen dürfen nicht ins Militär, sie dürfen nicht Präsident werden in einem islamischen Staat. Ja, aber vielleicht möchte ich als Jude und Christe vielleicht am politischen Leben teilnehmen. Darf ich nicht. Ich komme aus dem Iran. Im Iran Juden und Christen sind vertreten im Parlament. Aber im Iran dürfen Juden und Christen nicht Präsident werden, dürfen kein Richteramt bekleiden und sie dürfen verschiedene andere Dinge nicht tun. Nennst du das Gleichberechtigung, während dieser Kuffar, dieser gottlose Staat, dir alle Möglichkeiten als Muslim einräumt, bis an die Spitze zu kommen, wenn du es versuchst? Gleichberechtigung wäre es eher, wenn die den Islam annehmen, ja. Wer wird jeden Tag bekämpft? Du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe. Dieser Staat demonstriert, dass dieses System gerechter ist als der Islam, weil dieser Staat sich nicht darum kümmert, ob du Muslim bist. Du bezahlst eine Steuer, er bezahlt eine Steuer, ich bezahle eine Steuer. Und es ist völlig egal, wer dahinter steckt. Aber im Islam, die Jizya ist nur für Ahle Kitab, also nur für die Völker der Bücher. Und die bezahlen eine Sondersteuer. Dafür werden sie dankbarerweise von den Muslimen beschützt. Aber was ist, wenn sie die Steuer nicht mehr bezahlen? Dazu aufgefordert. Nein, ja. Und dann weiter? Weiß ich nicht. Vertrieben oder getötet? Kann sein, das ist es. Du bist so lange unter der Jizya-Schutz, solange du die Jizya bezahlst. Und in dem Moment, wo du die Jizya nicht mehr bezahlst, fällt der islamische Schutz für diese Minderheiten in einem islamischen Staat weg. Und dann gibt es zwei Optionen für Juden und Christen. Konvertieren, Muslime werden oder vertrieben oder getötet werden. Das ist die Option. Und deswegen ist die Jizya nicht fair. Fair ist dieses Steuersystem, das sich überhaupt nicht dafür interessiert, welcher Religion du im Hintergrund hast. Die achten nur darauf, dass du arbeitest und deine Steuern bezahlst.